kann ich ja nicht wirklich draufklicken, dann klicke ich immer daneben. Aber willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten, aka Tudok. Bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Und komme gerade live rein. Kurz mal F9 gedrückt, das ist mein Hotkey zum Aufnehmen. Und dann bin ich hier dabei. Ja, wenn ich dann dabei bin, dann nehme ich natürlich für euch immer was live auf. Also ich glaube, das mal so ein bisschen zur Information, wenn ich immer irgendeine Folge bringe, je nachdem, ist es Event, ist es ja Event, dieses Buggy-Event, das gucken wir uns gleich auch an, dann ist immer so ein bisschen unter Umständen was anderes dabei, je nachdem, wie ich so reinkomme. Aber hier, wir schauen mal, wie sich der Markin Piaggio hier schlägt mit Bowler-Hexen-Kombi, ein paar wenigen Riesen. Hier unten geht es jetzt erstmal den Queen. Der Queen an den Kragen. Inferno super postiert hier für die Queen, nämlich keine 7 Felder weit weg. Das heißt, sie kriegt den in jedem Fall. Jetzt haben wir hier oben noch so ein paar Truppen und wir haben hier unten noch so ein paar Truppen. Also 10 auf 10 hier. 40er Queen, 33er King. So kann das. Oh, so sieht das ganz gut aus, glaube ich. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Valkyren noch mit dabei. Die hatte er aber scheinbar in der Karre. Und so sind das hier schöne. Ich denke, es wären 3 Sterne. Auf die Nummer 17 unseres Gegners. Es ist einer Gegner aus, ich glaube, wieder Philippinen. Im Moment ist unsere Suchzeit einfach so, dass wir immer asiatische Gegner bekommen, also zumindest, oder nicht asiatische, also zumindest aus dem Raum Asien. Und 44-24 steht im Moment. Ich bin War-Spektator, also nur Zuschauer. Und ich habe dieses Event noch nicht angefangen und ich fange es auch nicht an. Ich werde das Event mit dem Rathaus 9er mit euch spielen. Denn ihr seht das, ich habe das mit den Drachen, habe ich das schon erledigt hier. Nämlich nur für diese Pulle hier. Da wusste ich, dass nicht buggy ist. Aber ich habe heute den ganzen Tag gelesen, dass das Bowler-Event irgendwie buggy sein soll. Ich muss mich jetzt erstmal gerade umgucken in der Base hier. Da bin ich einmal kurz mal abgelatzt worden. Aber ich glaube, da hat er nicht viel geholt, der Rathaus. Oh, ich hätte fast gesagt, das ist ein Rathaus 10er, oder? Mal gucken. Oh ja, ist ein Rathaus 10er in Legendenliga. Okay, da hat er ein paar Pokés bekommen. Aber dann kann er darauf hoffen, dass ich nicht auf Revenge klicke. Aber egal, dann holen wir hier erstmal ab. Ich mache hier im Moment sehr, sehr wenig. Noch einen Tag, dann habe ich wieder alle 3 Helden. Und das, was ich aber immer ganz gerne mitnehme, sind natürlich die Free Potions hier. Und was bietet mir der Schwarzhändler hier noch an? Ein Heldenbuch. Das nehme ich immer gerne mit für 500. Ihr wisst, ein Held, Gem dauert, oder nicht dauert, kostet 1000 Gems oder 999. Deswegen sind die 500 hier immer ein Schnäppchen. Das Schnäppchen nehmen wir in jedem Fall mit. Ich könnte noch viel, viel mehr Schnäppchen mitnehmen. Nehme ich hier im Shop. Supercell ist gnädig. Und bietet mir Fire Up the Forge. 2 Tage, jeweils zwei verschiedene Päckchen. Die wissen genau, dass ich im Moment nur noch am Helden machen bin. Aber ich nehme sie nicht, ich brauche sie nicht. Ich muss jetzt noch, der geht auf 54,6 Heldenlevel. Jetzt habe ich ein Buch. Ich glaube, in den nächsten Clan-Spielen gibt es unter Umständen auch wieder ein Heldenbuch. Also viel muss ich dann heldenmäßig nicht mehr machen. Ich springe jetzt mal live auf mein Rathaus, auf mein Rathaus 9, denn der kann das Event mit mir spielen. Ich gucke mal gerade, ist der Schief da? Jo, der Schief ist da. Und, weggucken. Weggucken. Ja, entschuldigt bitte, das war Nachtdorf. Ja, ich gucke mal, dass ich jetzt einmal dieses Event hier mit dem Rathaus 9er spiele. Ich kann einfach mal ein bisschen spickern mit dem Rathaus 9. Ob das wirklich funktioniert, denn mit dem Rathaus 12 hätte ich schon gerne diese die beiden Potions. Und deswegen legen wir hier direkt los. Ich habe hier keine langen Wartezeiten. Ihr seht das hier einmal geklickt. Dann bin ich dabei. Ich habe jetzt zwar eine komische Armee am Start, aber wir müssen ja nur gewinnen. Wir müssen nur gewinnen, dieses Event. Und das Coole ist, ich habe noch keinen Schnitt drin heute. Das ist ja geil. Ich habe noch keinen Schnitt drin. Wenn die Gegnersuche natürlich jetzt noch länger dauert, dann muss ich euch einfach einen Schnitt reinballern. Das ist manchmal so. Und mal gucken. Sieht aber ganz gut aus. 1400. Ich brauche nur noch Dunkles mit diesem Dorf hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, suchst du auch Gegner, die auch nur Dunkles haben. Oh, da ist er. Hier ist er. 3760 Dunkles. Wir haben in der Clanburg natürlich die Bowler. Und
Eigentlich muss für diese Truppe, ist auch ein bisschen, eigentlich ist sie doof, aber ich muss die Queen einfach wegbekommen da auf der Ecke. Deswegen, ihr kennt diese Armeen hier aus dem Rathaus 9 Bereich. Ich muss mit dem Rathaus 9 einfach ein bisschen mehr machen. Denn ich bin ja mit dem doch dann so ein bisschen nicht wirklich oft unterwegs. Da hinten, da kommt der Magier, der muss doch noch wegmachen da. Jawohl, das hat er geschafft. Dann können wir hier jetzt unsere Packies setzen. Die Helden, die werden mir. Ich nehme mal die vier Hawks. Ich nehme mal die vier Hawks, um den Bombenturm hier wegzumachen. Sonst glitscht mir mein King aus und der hätte sicherlich den Bombenturm gemacht. Das weiß ich. Ich weiß, dass der den Bombenturm gemacht hätte. Also habe ich jetzt mal meine Hawks hier Harakiri-mäßig reingeschickt. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich habe drei Heilzauber. Das ist natürlich krass. Hier hinten wäre ganz nett, wenn jetzt die Luftabwehr da fällt. Irgendeiner müsste sie jetzt machen. Und ich heile hier einmal meine Truppen hier durch. Okay. Da ist die Luftabwehr schon weg. Dann kann ich hier schon mal so die ersten Loons spammen. Ja, die habe ich irgendwie dabei. Das sind so Spendertruppen. Und dann machen die mir hier schon mal so eine Death nach der anderen. Dann können wir hier noch mal so ein paar bringen, glaube ich. Wir heilen hier auch ruhig durch. Ich heile die Loons nicht. Ich heile die Loons nicht. Die muss ich nicht heilen. Und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier nochmal ein Heil geschmissen für diese Truppen hier. Und dann kannst du hier oben mit dem Clean-Up. Oh, ich hab ja echt viele Clean-Up-Truppen. Toto. Alter Falter. Oh, die habe ich falsch gesetzt. Shit. Ach, die habe ich doof gesetzt. Naja, egal. Mal sehen, ob die Queen sich das da noch holt. Hier unten sind noch zwei Packies unterwegs. Da noch ein paar Bowler. Ja, die Queen wird jetzt erstmal eine Mauer machen. Das ist so klar, dass die das immer macht. Aber ich denke mal, den Tesla hier, der ist ja noch nicht angeschlagen. Den kriegen wir in jedem Fall. Queen kann ich noch zünden. Hier unten gehen sie jetzt erstmal aus dem Bereich des Teslas raus. Ich denke mal, das müssten eigentlich drei Sterne werden. Das müssten eigentlich drei Sterne werden. Die Queen entscheidet sich jetzt. Oh, meine Queen ist ja noch in Heilung. Ja, das ist ja super. Ja, boah, kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, denn die Tage sind im Moment sehr, sehr, oh, entschuldigt, sehr, sehr anstrengend, was Arbeit angeht. Und deswegen seht ihr auch von mir, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, nicht jeden Tag eine Folge. Ich komme da dann einfach nicht zu. Beziehungsweise, wenn ich eine Folge mache, dann soll sie ja auch so ein bisschen was sein. Also irgendwas hier zu bringen, das ist nicht meine Art. Das wisst ihr auch. Und sondern es soll ja schon so ein bisschen Hand und Fuß haben. Also aus eurem und aus meinem Clash of Clans Leben. Und nicht irgendwelchen Hirngespinst mit 56 Bola auf diese Base hier. Aber die haben wir ganz gut gemacht mit 100%. Das ist nicht schlecht. Ich habe jetzt schon eine neue Armee vorbereitet. Aber meine Helden müssen kurz einmal durchrecken. Ja, die dritte Armee, also zweite Armee, wird jetzt so ein bisschen Ulalun werden. Da habe ich natürlich jetzt mal wieder ein Gift zu viel. Dann rutscht jetzt mein Heilzauber nach. Dritte Armee, könnt ihr euch überraschen lassen, ist auch immer noch, ich glaube, es ist immer noch eine aktuelle Armee. Gucken wir mal, also für Rathaus 9 Bereich, für ein CK zu spielen. Das ist auch eine reine CK-Armee hier. Die nehme ich einfach mal zum Farmen. Und hier mache ich einen kurzen Cut. Lasse kurz mal den King 13 Minuten recken. Boah, das passt so. Und dann sehen wir uns wieder. Jo, und es ist mir aufgefallen, weil ich auch immer mal wieder meine Videofiles gucke. Also für die, die so ein bisschen YouTube machen und ein bisschen mit Licht zu tun haben, die so das so schlecht ist wie meins hier. Ich habe eben wieder gesehen, als ich rumgefummelt habe, dass ich wieder so Platten an den Händen hatte. Also Licht mal wieder nicht richtig eingepegelt. Aber der Gegner hier, der passt mir natürlich sehr, sehr gut. Und den nehmen wir mal mit. Ja, ist eine schöne Farmbase, das wisst ihr. Ich habe hier einen Golem. Ihr seht das, das ist ein reiner, eigentlich so ein Golalun. Mal sehen, der Magierturm hier macht mir so ein bisschen Sorge, dass meine Mauerbrecher nicht durchkommen. Kommen meine Bra Mauerbrecher in so eine Base nicht durch, nehme ich immer sofort den Sprungzauber, um so ein bisschen weiter in diese Base reinzukommen. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal hier hinten an der Bauhütte. Und dann kann sich da schon mal ein Magier rumkümmern. Den ersten Beschuss bekommt natürlich jetzt der Golem. So, dann muss ich die da mal wegmachen. Mal sehen. Oh doch, meine Mauerbrecher, die schaffen das da. Das ist natürlich krass. Das ist super. Jetzt müssen nur hier hinten, die muss noch weg sein. Okay. Dann kann ich jetzt auch meine Bowler hier reinschicken, damit die hier garantiert reingehen und nicht nach außen rennen. Gucken wir mal, wie.
wie das hier so weitergeht. Ich denke mal, ein Wutzauber, Clanburg scheint er keine zu haben. Also mein Gift, hätte ich fast gesagt, kann ich mir schon wieder fast sparen. Noch nicht wirklich sparen. Hier unten geht jetzt gleich hoffentlich die Luftabwehr weg. Ich kündige mal meinen King. Ich zünde mal meinen King. So wollte ich es eigentlich sagen. So, dann setzen wir mal hier einen Hund drauf. Und ein wenig die Eilzauber hier in die Mitte, genau auf den Magierturm. Den anderen Hund lassen wir jetzt starten. Und ich habe jetzt natürlich überhaupt nicht geschaut, wo sind hier die Luftfallen, beziehungsweise, dass ich die vielleicht giften muss. Aber ich glaube, nach wie vor ist diese Base, die ist so einfach. Alter Falter, ihr seht das hier. Meine Queen ist immer noch zündbar, das mache ich jetzt auch. Und, ach Gottchen. Ja, mein Lieber. Ihr seht das, ich nehme das ganz, ganz relaxed hier. Liegt aber vielleicht auch da dran, mit den Rathaus 9ern hier. Macht das ja echt Bock, macht das wirklich Bock. Habe ich mich mit dem Alex-Account bei der ECCCBC beworben. Also beim European Clash Cup und beim Clash World Cup Team. Und ich muss bis Freitag noch meine Angriffe gemacht haben. Ich muss mir nur ein passende Uhrzeit raussuchen. Dann muss ich da Probeangriffe machen. Ihr wisst, ich bin nicht so der Probeangriffstyp. Aber ich freue mich natürlich, dass die mich dort angenommen haben aufgrund meines Profils, dass ich da wenigstens antreten kann. Ist ja für mich mal eine ganz neue Herausforderung. Hier fordern wir aber eben mal wieder ein paar Bolan. Ich denke mal, der Toto hat auch welche fertig. Ja, der Toto hat welche fertig. Sie sind ja im Moment hyper günstig, muss man sagen. Denn für ein Toto kosten die nur 19 Dunkles. Ja, ist ja super. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob das funktioniert. Aber ich will jetzt hier mal schauen, ob ich auch jetzt die Menge... Ich habe 11 von 5 von diesen Tränken hier. Ihr seht, ich sammle die im Moment nur. Ich pushe hier ja nichts mehr. Aber habe jetzt schon zweimal das Event gespielt. Ich bin wirklich gespannt, ob ich diese Potions auch bekomme. Einige haben dieses Event hier mit Minern gespielt und haben die Potion nicht bekommen. Einige haben das Event mit Bowlern gespielt und haben die Potion nicht bekommen. Manche haben sie bekommen. Also ganz, ganz komisch. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr schlau gefragt. Wir machen in jedem Fall noch einen dritten AG. Kurz Eldenreck. Oh, ich würde sagen, leicht verdiente 2812 Dunkles. Die Base ist noch nicht so super stark, also sie ist noch nicht ganz maxed Rathaus 9. Hier eiert so eine Queen am Rand rum. Hier ist ein Bogenschützenturm im Ausbau. Das sind immer so kleine Sachen. Man hat ja hier beim Farm nur 30 Sekunden Zeit, um überhaupt zu schauen. Was ist ja eigentlich Taco in der Base? Ich habe es jetzt gerade gesehen. Ich habe es mir jetzt ein Sekündchen länger angeguckt. Aber ich muss hier anfangen zu funneln. Einmal mit den Babydrachen ist nach wie vor, finde ich, eine super Funneltruppe. Ich will jetzt hier über Ecke rein. Das ist vielleicht suboptimal. Aber ich glaube, das können wir hier bringen mit den Riesen. Ja, Riesen, Heiler-Kombi und dann Hocks im Backend. Ich habe eine Valkyre damit reingenommen. 5 Magier. Das ist eigentlich ist das auch nicht üblich. So hier. Mit dieser Truppenkombi, aber ich denke mal, ach, das ist in Ordnung. Komm, Leute, da nehmen wir uns einfach das, was wir hier so haben. Und wichtig ist ja, dass wir auf jeden Fall das Bowler-Event hier spielen. Die kann ich jetzt eigentlich auch, ich denke mal, ich kann sie hier mit reinschicken. Was habe ich hier? Okay, ich habe nur Wut. Da kommt Clanburg. Oh. Da nehme ich auch mal meinen großen Gift, glaube ich. Die entweichen mir da so ein bisschen. Helden sollte ich vielleicht auch mal schicken. Ja, Toto, das kann man machen. Man kann auch mal ein paar Helden hier mit reinschicken. Jetzt habe ich nämlich schon ganz, 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 ganz schön viele Truppen hier verloren. Meine Riesen gehen hier jetzt mit dem King so ein bisschen außen rum. Kommt Luftabwehr weg? Jawohl. Luftabwehr ist schon mal weg. Da hinten eiert die Queen rum. Ich glaube, da müssen wir die Queen hier... Wir müssen die Queen jetzt oft an dieser Stelle unterstützen. So, die eine Kanone dreht sich darum, die andere Kanone dreht sich darum. Heilzauber hier beim Flächenzauber, beziehungsweise beim Flächenschaden. Und der Flächenschaden, das sind halt immer die Magiertürme, die tun den Hawkridern am meisten weh. Ah, wir haben aber noch ganz, ganz bequeme 2 Gift hier. Ich glaube, auch das hier haben wir ganz gut gerockt. Hier hinten noch ein bisschen was. Ich muss mal eben sehen, jetzt zünde ich mal meinen King. Die Hawkrider, oh. Hier, jetzt habe ich meinen zweiten Gift natürlich verballert und jetzt kommt mir der King hier hinterher.
Das ist natürlich nicht so nett, aber ich glaube, das müssten meine Truppen trotzdem irgendwie packen. Komm. Irgendwie müssen die das packen. Die Riesen müssen jetzt noch so ein bisschen ablenken da. Zwei Kanonen sind noch da. Ich habe noch ein paar Hoggies und noch ein paar Riesen. Die müssen jetzt natürlich durch die Mauer, aber nein. Die letzte Defense stirbt hier jetzt. Und jetzt, ihr Riesen, ihr könnt euch doch jetzt mal den King hier zum Gemüte führen. Nein, der King springt über die Mauer und die machen jetzt erstmal hier das Lager. Mal gucken, ob die auch den King hier vielleicht mal ein bisschen niederprügeln. Nein, die nehmen erst das Lager. Okay. Dann lasst euch von dem King hier vermöbeln. Mal sehen, ob meine Hawks jetzt so Fuchs sind. 1, 2, 3 Hawk Rider noch. Jetzt macht doch erstmal. Keiner nimmt sich den King an. Okay. Der Lakai hat es gerafft. Super Sache hier. Ich glaube, meine Queen ist auch noch am Leben. Da kommen jetzt noch ein paar Fallen für den einen Lakaien. Aber auf den Punkt hier. 100% auch mit dieser Kombi. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob ich zwei Tränke mehr habe. Ich müsste jetzt 13 Stück haben. Gucken wir mal, ob das auch so ist. Event complete. Zweimal Resource Potion und 300 XP. Tagesbonus habe ich auch gepackt. Auch das ist super, jawohl. Das ist erstmal abgeschlossen und mal sehen, ob so hier auch wirklich drin sind. 13 von 5. Passt. Wunderbar. Also das Event, ich kann es dann auch morgen mit dem großen Account spielen. War einfach mal nur so ein Test. Und ich hoffe, die Testfolge hat euch trotzdem ganz gut gefallen hier von den Buggy-Kegel-Brüdern, so heißt es ja. Fragezeichen. Man muss sich auch immer ein bisschen was einfallen lassen. Ich werde jetzt erstmal, ihr seht das hier, boah, ich habe 8 Mille Gold, also voll, und fast 8 Mille, also 7 Mille an Elex. Das heißt also, 8 plus 7 sind 15. 15 Mauern mache ich jetzt, weil meine Treasury auch, glaube ich, gut befüllt ist. Ja, das passt super. Klankrieg muss ich auch noch spielen. Also hier bin ich auf jeden Fall im Plan. Ich würde sagen, ich mache in dieser Woche ganz normal in meinem Turnus weiter. Ich weiß nicht, ob es jeden Tag eine Folge wird, aber so jeden zweiten Tag schaffe ich das irgendwie. Mal sehen, vielleicht auch jeden Tag. Ich bin auf jeden Fall ganz gut untergekommen. Vielen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung. Bis dahin, euer Toto. Clasht.